Weiter geht's mit Workfare, sonst ist voll late. Los geht's. Den nehmen wir mal mit. So, ach, das ist auch wieder so ein kleines Turnier. Egal, alles gut. Die 24 Fahrer, okay, wir müssen also unter die ersten 11 kommen, wie ich das richtig verstehe. Ich dachte, wir wären jetzt mit dem kompletten Dienstzeit. Na ja, egal, alles gut, können wir mal. Machen wir ein bisschen weniger, als ich eigentlich gedacht habe. Ich muss mal an diesem Taxi hier vorbei gerade. Wir sind momentan noch. Oh, Alter, 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 was geht hier gerade ab? Mir ist gerade übelst. Ich muss mal, ja, unter die ersten 11 müssen wir kommen und da sind wir momentan auf Platz 11. Und dieses Taxi ist durchgekommen. Ja, sagt ja, umso, natürlich klar, umso größer das Auto ist und so. Besser ist es natürlich. Oh, Alter! Ja, wir sind momentan auf Platz 7, also noch nicht ganz vorne, aber das. Wir haben natürlich auch das Problem gehabt, dass wir da den übelsten Massencrash vor uns hatten. Aber das Gute ist, dass die KI sich auch gerade ziemlich bekriegt. Dass er vorne bekriegt. Also das wäre noch, also wir können noch Erster werden. Das ist natürlich immer mein Ziel. Damit sind wir in Führung. Und jetzt bekriegt euch da hinten, wenn ihr ziemlich wurscht, weil ich bin hier vorne weg. Du Sackjunge, verpiss dich. Oh, dieser Sieg geht gerade so noch. Das war wirklich hauchzart. Was haben wir denn gehabt? Ja, 2,2 Sekunden vor Jumper Jack. Hätten das auch mal, hat trotzdem gereicht, um den Führenden zu holen. Und damit hat sich schon mal einige verabschiedet. Ich glaube, das sind jetzt ein paar Autos. Oh, Ram Ram auch. Und selbst der Schnellste. Ja, sag ja, die letzten 12 sind eliminiert. In diesem Qualifikation-Race. Okay, gut. Dann haben wir heute ein bisschen, wie gesagt, weniger. Nächste Rennen, Hilltop Stadium. So, Halbfinale. Das kennen wir ja schon. Drei Autos müssen wir rauscrashen. Mal gucken, was wir hinkriegen. Das Race ist tatsächlich genauso ein Turnier. Ist das die gleiche Strecke wieder? Ja. Auch hier werden wieder 12 Autos eliminiert. Und dann die Fahrzeuge, die aus dem zweiten Halbfinale kommen, die werden dann, was heißt eliminiert, die werden einfach, oder wurde jetzt ganz, glaube ich, eliminiert. Und dann werden die ersten 12 aus dem beiden Halbfinale ins Finale geschmissen. Ja, jetzt werden sie nämlich eliminiert. So, momentan führen wir noch natürlich.
Da ist jetzt gerade ein bisschen weniger los, ein bisschen langsam, ein bisschen langweiliger. Ach Gottchen. Es geht wieder los mit dem Seitenverkehr und das wird natürlich lustig werden. Ja, da Caveman Mike sich vorbeidrückt an mir. Und der zweite, der sich jetzt verabschiedet durch meinen. Oh, Glück hat. Ich glaube, das war aber der dritte. Klung. Das war selber schuld, mein Freund. Du wolltest dich unbedingt vorbeidrücken und dafür hast du dann die Quittung gekriegt in der letzten Kurve. Damit hat er sich nämlich auch verabschiedet. Was warst du denn überhaupt? Hab ich den... Ne, hab ich nicht, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich den erwischt hab, sogar. Ne, ist noch relativ wurscht. Wir haben es auf jeden Fall. Ja, doch, Käfer und Mike, genau. Auf Platz 10 ist er noch gekommen. Also, wir haben es auf jeden Fall erstmal nach vorne geschafft. Und stehen damit im Finale im Hilltop Stadium. Und wollen natürlich hier auch das Ding gewinnen. Ich sammle gerade ein bisschen Credits, damit ich... 2 von 3, okay, wir hatten ja gehört, ich hatte 3 geholt, aber ich habe ja noch einen mitgenommen, meinen Case sogar. Weil ich habe ja den einen noch mitgezogen, aber gut, okay. Ist mir auch relativ egal. Ich habe ja den Querverkehr, den habe ich ja noch schön am Arsch erwischt da hinten. War selber schön, wenn man mir unbedingt... Ein Zeck fahren los, Moment, ich Sekunde. Katzen. Oh, das war ein bisschen zu viel. Wir haben heute diesmal 6 Runden Zeit und nicht nur 3, so wie wir das eben hatten. Ja, einer, der natürlich ein bisschen in den anderen klebt. Ach, hier wieder im. Hilltop Stadium. Mein Freund, du willst da nicht unbedingt lange vorbei, oder? Gut, das wird lustiger, wenn sich das Feld natürlich ein bisschen zerrt. Dann kann das passieren, dass wir da definitiv irgendwo in der Seite landen. Also das Ding ist hier noch nicht zu. Gerade bei 6 Runden kann das immer mal wieder passieren. Aber wenn immer nur der Letzte oder sowas vorbeigeht, dann geht's eigentlich. Wir haben jetzt gehofft, dass wir nur durchkommen, ne? Das hast du wie gesagt direkt durch Batzenkarambolage. Aber so mir versuchen wir. Wir führen momentan auf jeden Fall das Rennen an. So, wir haben jetzt noch. Ah, da müssen wir jetzt aufpassen. Das war knapp. Aber der hat es irgendwo gerade auch nicht wirklich gescheppert, oder? So, wir haben noch 2 Ründchen, wir führen das Rennen immer noch an. Und da hat es gescheppert, definitiv. Da hinten hat es auf jeden Fall ordentlich geknallt. Also nicht anderen schön. Oder der zweite passiert ist in den Gegenverkehr oder sollte in den Seitenverkehr rein. Das kann in der nächsten Runde wieder anders aussehen, als sonst diesmal tritt, aber ja, es ist halt wichtig, die Lücke zu treffen. Und weil du da vernünftig durch kannst, habe ich schon mal die halbe Miete. Da war er mit der Tröte kräftig unterwegs. Das war auch schon letzte Runde wieder aufgefallen. Glück gehabt. Uiuiui. Bin ich da durchgezogen, weil ich den mit. Ich hab schön hinten am Arsch mitgenommen. Letzte Runde.
So, Gott sei Dank. So, den wichtigsten Teil sind wir jetzt entkommen. Ich glaube, wir haben noch einmal den Verkehr. Und wenn wir nämlich jetzt Pech haben, verlieren wir nämlich das Rennen durch die so eine Kacke. Ich habe sogar nicht so schon ein Rennen verloren, eingebüßt. Ne, diesmal nicht. Sondern wir gewinnen diesen Lauf. Ja, wie gesagt, einer hat es auf jeden Fall da mächtig erwischt. Gut, die schnellste Runde fahren wir nicht, aber wichtig ist, dass wir die Ergebnisse liefern. Und das haben wir auch jetzt getan. So, gut. Dann haben wir das erledigt. Ah, ein weiteres Fahrzeug. Ein Boomer haben wir freigeschaltet. Für die Klasse B. Ah, die Boomer, die kennen wir. Aber ich spare, wie gesagt, momentan ein bisschen mehr Kohle. Wir haben 7.700 auf dem Konto. So, der lädt uns jetzt. Wir sind nämlich durch. Für heute. Sogar schon. Keine Bonus-Nachricht, okay. Schade. Schade. Haben wir jetzt auch so ein Einzelrennen oder was? Gucken wir mal gerade, ne? Das war das Plan, die Planung war das hier, ne? Ist nur... Ach komm, bis heute, scheiß drauf. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss.